Wenn ich das Gegenteil von dem mache, was ich will, dann bekomme ich es auch. Was ist dran an diesem Spruch? Ich finde es ganz interessant, immer wieder sich mit scheinbar Profanem auseinanderzusetzen, aber Dingen, die vielleicht jedem Menschen noch auffallen könnten oder worauf man hinweisen kann, was er hier mein Metier ist, mein Alltagsmetier geradezu. Wenn ich etwas Bestimmtes will, wenn ich eine Zielgerichtetheit habe, wenn ich es wirklich darauf ankommen lassen möchte, aber eigentlich in meiner Intention das Gegenteil von dem tue, was ich will, dann bekomme ich es oder dann hat es eine Chance. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich möchte einen Menschen kennenlernen und ich habe es also wirklich auf diesen Menschen abgesehen, egal ob Mann oder Frau, also jetzt im guten Sinne natürlich auch, im guten menschlichen Sinne, aber ich mache mich rar. Ich gehe nicht auf diesen Menschen zu, ich frage nicht, ob wir irgendwie Kaffee trinken wollen oder sowas, sondern ich bin zwar in der Präsenz, also in der Nähe, also ich begegne ihm, ihr immer wieder, aber ich mache eigentlich so das Gegenteil. Ich wirke total lässig. Ich wirke total cool, wie man so schön sagt. Und das ist ja das Paradebeispiel von dem, was ich meine. Also man tut das Gegenteil von dem. Man bekundet kein offensichtliches und schon gar kein hündisches Interesse oder oberempathisches Interesse und ist besonders freundlich oder sowas, sondern man ist irgendwie cool. Und dadurch wird man möglicherweise anziehen. Das ist so das Paradebeispiel, das wahrscheinlich jeder Mensch kennt. Also das Gegenteil von der willentlichen Intention, was ich eigentlich will. Und plötzlich entsteht tatsächlich der gewünschte Zustand. Das ist das, was vielleicht viele Menschen bestätigen können. Und wir haben immer wieder Probleme dadurch, dass wir vielleicht so einseitig drauf sind, dass wir etwas ganz Bestimmtes wollen, mal abgesehen davon, dass Wille und das Wollen natürlich seine Grenzen hat. Aber es ist natürlich etwas Grundlegendes in unserem Leben, der Wille, etwas zu beabsichtigen und zu etwas zu kommen, was schon da ist einfach auch. Und wenn man da so ein bisschen rumspielt und sich dann darüber im Klaren wird, ja, wie geht das eigentlich, ja, was kann ich da machen, dann könnte man auf die Idee kommen und sagen, ich mache das Gegenteil davon. Also das Gegenteil von dem, was üblicherweise gemacht wird oder was ich eigentlich auch machen würde und mach was ganz anderes. Und plötzlich ist das Interesse, plötzlich ist der Durchbruch zu dem, was du eigentlich möchtest, geweckt und es ermöglicht dir das. Also beispielsweise auch in Affekten, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich bin eigentlich traurig und ich möchte meiner Traurigkeit einen Ausdruck verleihen und bin stattdessen fröhlich, euphorisch, singen mir ein Liedchen und all das. Und dahinter steckt natürlich die Traurigkeit. Und vielleicht geht es dann bei der Traurigkeit darum, dass mir endlich jemand zuhört und ich meiner Traurigkeit einen Ausdruck verleihen kann. Das wäre auch so ein Beispiel in der Art und Weise. Das heißt also, diese Art von Anachronismus, wir können das ja Anachronismus nennen, durchaus hilfreich sein kann im Leben als Strategie, vielleicht auch als Taktik, aber benennen wir es mal als Strategie, um zu dem zu kommen, was jetzt dem Willentlichen entspricht. Wie gesagt, der Wille hat Grenzen. Wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren sein, dass unsere willentlichen Intentionen, die wir haben, begrenzt sind. Aber auch auf der anderen Seite, das Willenlose ist dann problematisch. Wenn ich nur noch willenlos alles geschehen lasse, dann könnte es auch schwierig werden. Es geht ja immer wieder um die Balance, um den Ausgleich. Also in der Hinsicht, wenn ich das Gegenteil von dem tue, was ich eigentlich will, dann erreiche ich vielleicht mehr als das, was ich mit meinem eigentlichen Willen bezweckt habe. Das ist interessant.